Hallo? Seid ihr noch da? Ja? Was der Hit? Qualitätssicherung bei Samsung. Die Werbung ist echt klasse. PS, explodierende Akkus. Ja, ich glaube auch. Hallo, da bin ich wieder. So, ich würde sagen, es geht weiter. Was stand in den Augen? Mein Stuhl. Hier ist ein Schloss. Kriegen wir nicht offen. Huch. Ich erinnere mich nur ungern an diesen Ort. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss ausdrücklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil brennender Vita-Infusion und einem Teil Orgonmonaden-Disperse-Flüssigkeit ist ausreichend. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie inspiziert wurden, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Ah, also brauchen wir so eine... Ah, warte mal. Können wir da auf das Dings drauf? Geht das? Ist das nicht diese Lampe hier? Okay, das geht so nicht. Was ist so ein komisches Geräusch hier? Ich weiß, dass wir hier so ein Rätsel zu lösen hatten. Aber das ist schon so lange her, wo ich das gespielt habe. Und irgendwo war, glaube ich, auch hier dieser blöde Raum, wo ich mich so erschrocken habe. Ich weiß nur nicht mehr genau, wann der kam. Hallo? Hallo? Eine Brille. Ein Knopf. Mit einem Zeiger. Huch, was ist das denn? Achso. Ja, hier muss mir irgendwas einfüllen. Ich weiß nicht mal. Niedrigtemperaturlagerung. Und Käfige. Gehen wir mal zu den Käfigen. Das klingt spannend. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich meine, hey! Der Saboteur! Saboteur! Mich verlassen schon die Worte. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich dachte nur so, hey! Ah, eine Tür. Und hier? Ein Fahrstuhlschacht. Ich habe schlimme Erinnerungen daran. Was? Ah, ein Teddy! Oh, wie süß! Hallo! Ich meine, wie süß. Das ist der Daylight-Teddy, ist das wahrscheinlich. Hui! Ein Zettelchen. 20. August 1899. Heute habe ich eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Das müssen die jämmerlichen Exemplare der Menschheit sein, die ich je gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Irrenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, sinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Landum ruhig. Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in den Käfigen mit stumpfen, was braunen Augen und schmutzigen Haut. Viele verrichten beim Warten ihre Notdurft.
In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt. Denn nach dem Verfahren macht ihr eigenes Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie. Meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder. Ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. Was ein Freak. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be! Okay, kommen wir gar nicht lang. Die Tür war gerade noch zu. Was ist das denn? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Tür. Okay. Nicht jetzt, ich habe keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit, jetzt ins Telefon zu gehen. Hallo? Das geht nicht, das könnte nicht bringen. Wieder immer den Hörer aufschmeißt, ne? So, bumm, bumm. Hier sind Zahnräder, die können wir aber nicht mitnehmen. Oh, ich will hier gar nicht sein. Irgendwas Böses wartet auf uns, sagte er. Oh Gott. Irgendwas müssen wir da rein, warte mal, kann ich das da reinlegen? Rohrpost, juhu! Ich vermute mal, hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Also denke ich mal. Und das ist der Raum mit den Käfigen nur. Ich frage mich, wie der andere Raum... Der Teddy! Der Teddy! Teddy! Hey, mein Teddy, juhu! Ciao! Hier, Kiddies, ich habe was für euch. Warte mal, kann ich den werfen? Nein, es geht nicht, okay. Ich meine, hey, Rohre! Mann, Flex, konzentrier dich aufs Wesentliche. Ein Zettel. Von meinen Kindern? 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X. Habe den Hund Strancini
injiziert, der er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Ich habe den Körper in einen großen Behälter voller Verbindung X gebracht und mittels der Induktionspulle dreieinhalb Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regt eine partiale Wiederbelebung an, die von dem Tod erlittener Schäden, waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand aktueller Strychnin-Vergiftung, bis ich sein Leid mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Ertrunkenen die Flüssigkeit in die Lunge mit Verbindung X ersetzen. Ja, das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Was die alles gemacht haben. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah ja, jetzt ist hier alles aus. Mhm. Oh Gott, ich will hier gar nicht sein. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, ja. Na. Mhm, eins haben wir schon mal. So, nochmal bei Käfige waren wir jetzt. Müssen wir mal, was ist hier? Käfige waren wir, ne? Niederlassungstemperaturen. Und wo müssen wir noch hin? Kriegen wir da jetzt zwei? Ich gehe mal hier lang, jetzt mal gucken. It fell onto his hands and they eroded in front of you. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Oh Gott. Aha, hier. Hier müssen wir noch so eine Rohrpost nach drüben schicken. Die Frage ist nur, was... Nimm das auf. Da liegt noch ein Zettel, ich hab's gesehen. Hui. Eine Warnung. Es ist entzündet und es brennt. Ich blute aus jedem Loch, vorne und hinten. Und alles läuft mir die Beine herunter. Klingt, als hätte das eine Frau geschrieben. Entschuldigung. Entschuldigung, der war böse. Blut und Exkremente. Meine Lungen liegen in meiner Kotze und ich gebe... Urganklumpen von mir auf den schmutzigen Stein. Trink das, sagt er, und ich trank es. Wegen der Veränderung, die mein Inneres nach außen kehrte, niese ich meine Zähne raus, die wie Mäuse in der Dunkelheit verschwinden. Ich kann sie nicht alle finden, aber ich sammle so viele, wie ich kann und schiebe sie mit meinen Fingern zurück in meinen grauen Gaumen. Aber die Nägel sind weich und fallen raus. Trink es, sagte er. Es wird gegen das Fieber helfen, denn nicht alle von uns halten die Veränderung aus. Auf den anderen Tisch ein Biest unter einer Decke. Niemals wollte ich darunter blicken, aber es hat es auch getrunken. Er hat es unter die Decke gekriegt und ich höre, wie es trank. Oh mein Gott, wie kann man derart viel Blut scheißen und immer noch leben? Ich frage mich, ob wir... Hallo? Hä? Der Gang war doch gerade ganz anders, oder? Lauf, 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 Alter!
Alter! Dafür ist es auch nicht, ne? Okay, ist es hierfür? Okay, eins brauchen wir noch, aber woher kriegen wir das? Warte mal, ich lese mal eben das Tagebuch. Oh. Ein fertiges Gebräu. Ich habe die Verbindung, wie ein lebendiges Ding zischt und dampft sie in ihrem Behälter vor sich hin. Ein wahres Hexengelee zum Brennen und Ätzen. Der gläserne Behälter ist eine merkwürdige Wahl. Es sei denn, es besteht einen besonderen Grund, weshalb allgegenwärtigen Metall nicht mit dieser sogenannten Verbindung X in Kontakt kommen darf. Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen. Ah, ich glaube, warte mal, die anderen Sachen haben wir jetzt auch noch nicht gelesen. Dies scheint eine Art bizarres Mischgerät für die Chemieverbindung zu sein. Und es stinkt definitiv nach ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einen flüchtigen Bestand zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass sie irgendwo in der Nähe finden kann. Und Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Türen gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das vorherige Schloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, es aufzubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Ich vermute, wir brauchen diese Substanz jetzt. Für oben, für das Schloss. Denke ich mal. Hallo? Hallo? Alter, der ist so behäbig. So. Wo war denn das? Hier war das, ne? Kann ich das einfach da drauf schütten? Ah, und die Lampe dann drauf, genau. Haben wir jetzt schon... Oh, Alter! Entschuldigung. Ich warte immer noch auf diesen Raum, auf diesen besagten. Ja, ich beeile mich. Ich will aber nicht da hinten, ich will aber nicht da. Alter, wie riesig das hier ist. Na? Diese undichte Welt. Alle diese Nägel und kein Holz. Was für ein Zimmermann bist du? Bist denn du? Diese Figur kann nicht anders als ihre Arme für dich zu öffnen. Was ist denn daran stark? Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann kam denn dieser Raum, ey? Oh Gott, und der steht uns noch bevor. Ich weiß nicht, ob das sogar... Ich glaube, das war sogar kurz vor Finale. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so ein fürchterlicher Raum. Der ist so fürchterlich. Und ich habe mich so erschrocken. Also ich habe mich wirklich so in die Hose geschissen. Kann man so auf Deutsch sagen. Ich habe mich so in die Hose geschissen, weil es einfach so... Es ist... Ich kann es euch nicht beschreiben. Ihr müsst es sehen. Also bleibt dran. Ich hoffe, wir kommen da heute noch hin. Boah, es ist so... Boah, heftig einfach nur. Einfach nur heftig. Mit Outlast? Mein Vorgänger. So sehe ich aus, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. 22. Oktober 1899. Nach vollzogener Ausbildung muss das Produkt ab Ausblutung muss das Produkt von den Aufhängen und Ausweisen natürlich noch abgeknocht, enthaart und abgeschabt werden. Zu diesem Zweck wird es durch den Dampfbehälter geführt. Dieser wird durch die Weiterleitung überschüssiger Hochdruckluft der Motoren über den Boiler und die Reihe großer Kupferrohre in einer Steinkammer direkt unter dem Arbeitshaus
bei konstanter Temperatur gehalten. Im Zentrum der Maschine befindet sich eine Komponente, die bei konstanten niedrigen Temperaturen gehalten werden muss. Die Komponente steuert die Verarbeitung des Produktes im gesamten System. Darüber hinaus stellt die Kühlung den wichtigsten Aspekt zur Beibehaltung der Produktqualität dar. Und dies erfordert ebenfalls, dass Hitze aus bestimmten Maschinenteilen abgezogen wird. Demzufolge werden zwei Probleme zu einer einzelnen Lösung kombiniert. Die Hitzereduktion in einen Bereichen und die benötigte erhöhte Hitze in anderen. Steuerfelder ziehen mithilfe von vom Boilern geregelten Konvektionsprinzipien Hitze ab und schicken über ein Rohrsystem eiskalte Luft in die eine Richtung und überhitzen die Dämpfe in die andere. Können wir also eigens so eine Maschine bauen, wenn es so weitergeht? Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. Dear God, the stench! This fecal matter is the true product of the age.